Hallo Fotofreunde, wir sind heute rausgegangen bzw. sitzen hier quasi gerade auf einer schönen Bank draußen beim schönen Sonnenschein und haben die Lumix TZ61 dabei und wollen euch heute ein bisschen was darüber erzählen bzw. die kleine kompakte Kamera auch ein wenig testen. Ja, gleich mal vorweg, die kompakte Lumix TZ61 kostet 399 Euro, ist natürlich ein sehr hoher Preis für eine Kompaktkamera, aber sie hat halt ziemlich viel drin, sie ist gut ausgestattet, kommt mit ziemlich vielen Modi daher. Und besonders stark finde ich auf jeden Fall den Objektivring, der vorne mit angebracht ist, weil hier kann man nämlich diverse Einstellungen dann vornehmen. Hinzu kommt, dass die Lumix TZ61 einen elektronischen Sucher hat. Und natürlich, die Kamera ist jetzt nicht gerade erst seit gestern auf dem Markt, aber der Punkt ist natürlich, dass es zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, quasi vor 1 bis 3 Monaten, war es weltweit die erste Reisekamera mit einem elektronischen Sucher. Und das ist schon sehr stark. Findet man, beziehungsweise hat man da bei ganz wenigen Kameras vorgefunden. Und das finde ich sehr gut. Auf jeden Fall ist anzumerken, dass es einen 30-fach optischen Zoom gibt. Zusätzlich natürlich noch einen 60-fach intelligenten Zoom. Aber der 30-fach optische Zoom ist schon sehr speziell und sehr genial. Wobei man des Öfteren natürlich Probleme haben könnte, wenn man wirklich komplett rauszoomt, dass dann der Fokus ein wenig braucht, bis er scharf gestellt hat. Aber das ist nebensächlich. Also bei mir in meiner Testzeit war das nie so wirklich der Fall. Trotz alledem habe ich das des Öfteren irgendwo anders gelesen. Und speziell finde ich auch, beziehungsweise sehr gut finde ich auch, man kann in fast allen Modi in RAW aufnehmen. Also in dem PASAM, sage ich jetzt mal, in dem PA, S und M Modus gibt es die Funktion RAW Fotos zu schießen. Und auch hier gleich gesagt, bei Serienbildaufnahmen, sofern man Serienbildaufnahmen machen möchte, ist es natürlich so, dass die Kamera nicht wirklich hinterherkommt, sofern man im RAW-Format fotografiert. Das heißt, so circa nach 3 Bildern fängt die Kamera an zu stocken. Und trotz alledem schafft sie es, mehrere Bilder hintereinander zu schießen. Wenn man jetzt aber im JPEG-Format fotografiert, dann läuft es wie geschmiert am Stück. Das ist vollkommen genial, richtig gut. Und laut Hersteller sind es so ca. 8,6 Bilder, die Kamera am Stück auf jeden Fall gebacken bekommt. Ja, das ist natürlich nicht das Einzige, was in der Kamera drin steckt. Die Kamera kommt mit GPS, mit NFC 33 Motivprogrammen daher. Und wenn man Videos machen möchte, natürlich auch mit der Full-HD-Funktion, die sogar mit 50 Vollbildern sehr gut herausstechen kann. Und wenn man jetzt sogar noch mehrere bzw. langsame Aufnahmen tätigen möchte, wie zum Beispiel bei einer GoPro, die ja mit 120 Frames in 27p aufnimmt, hat man hier fast das Gleiche. Und zwar nimmt sie hier bei 27p mit 100 Frames auf. Und das finde ich schon sehr stark. Man kann natürlich auch in 200 Frames aufnehmen, dann ist man aber in der VGA, in dem VGA-Modus drin, der natürlich nicht so stark ist, beziehungsweise den man selten nutzt, weil man natürlich nicht unbedingt auf Full-HD bzw. HD verzichten möchte. Ja, wie ihr seht, gibt es hier natürlich alle Knöpfe, die man so braucht. Besonders cool ist auf jeden Fall der Wi-Fi-Knopf. Damit könnt ihr euer Smartphone und die Kamera miteinander verbinden. Aber cool ist auch der FN-Knopf. Den könnt ihr mit verschiedenen Funktionen belegen, sodass ihr schnell Zugriff auf eine Funktion habt. Aber sehr cool ist natürlich auch dieses Drehrad, wo ihr die Verschlusszeit mit auswählen könnt. Und der Dunkelbereich, den gibt die Kamera vor, ist quasi fürs Foto die beste momentane Verschlusszeit. Aber wie ihr gesehen habt, darunter war auch der Blendenbereich. Den dreht man natürlich mit dem Objektivring vorne. Und auch hier sagt die Kamera automatisch, das wäre jetzt die beste Blende für das Foto, was wir jetzt schießen möchten. Cool ist auch die Wasserwaagenfunktion. Die habe ich natürlich schon eingestellt, wie ihr seht. Bewegt sich das alles perfekt mit und wenn es grün ist, dann kann man natürlich perfekt das Foto schießen. Zudem gibt es natürlich den Szenenmodus, der schon diverse Szenenmodi drin hat. Da habt ihr die Auswahl zwischen Hochgeschwindigkeitsvideo oder Baby oder Landschaft. Aber es gibt natürlich auch richtig kreative Sachen. Die sind hier zu finden im Kreativmodus. Hier gibt es zum Beispiel selektive Farbe oder auch expressiv. Natürlich auch Retro und viele, viele andere. Insgesamt sind es 33 Motivprogramme, die ihr in dieser Kamera vorhanden habt und die ihr auf jeden Fall nutzen solltet, weil die echt cool sind. Auch sehr nice ist auf jeden Fall der Panorama-Modus, den diese Kamera innehat. Weil hier gibt es die Möglichkeit, wie ihr seht, wird gleich angezeigt, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Dann drückt man hier natürlich auf OK und dann legt man los und zieht das Ganze langsam herum. Und dann ist da ein großes, aber feines Panoramabildchen entstanden.
Ja, ich gebe der Kamera 4 von 5 Gs. Besonders hat mir auf jeden Fall gut gefallen an dieser Kamera der Objektivring, den man mit vielen Funktionen belegen kann. Das ist schon mal sehr stark. Auch hinzu kommt natürlich die RAW-Funktion. Also man kann natürlich in RAW fotografieren, was sehr gut ist. Und natürlich, dass alle Modi wie bei einer Spiegelreflexkamera vorhanden sind. Und selbstverständlich auch dieser kleine elektronische Sucher, der ist natürlich perfekt. Nachteil, ja, die ISO bei 1600 fängt sie schon stark an zu rauschen, was ich nicht so toll finde. Aber gut, ich würde die Kamera, glaube ich, nicht für Nachtfotografie nutzen, sondern eher für Tagesfotografie. Und ein kleiner Nachteil ist auch, dass am Rand des Bildes ein Schärfeabfall vorhanden ist. Das ist auch nicht so stark, aber gut, darüber kann man natürlich hinwegsehen. Ja, die Lumix TZ61 ist natürlich eine kleine, kompakte Kamera, die sich besonders für Reisen eignet. Und natürlich jetzt wie immer eine Frage von mir an dich, an euch. Was haltet ihr von dieser kleinen, kompakten Kamera? Würdet ihr euch sie kaufen? Würdet ihr sie links liegen lassen? Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und natürlich, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt den Daumen nach oben. Wenn ihr Lust und Zeit habt, hier unten ist der Abonnier-Button. Den könnt ihr natürlich gerne betätigen. Links, links und rechts gibt es natürlich die weiteren Giga-Kanäle und alles weitere unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.